Hallo und herzlich willkommen im Keller. Nachdem ich ein interessantes Video zum Thema Defense 4 und Tropen gesehen habe, möchte ich jetzt vielleicht, weil ich das wirklich ein interessantes Thema finde, möchte ich mal einen Gedanken aufgreifen auf besagtem Video. Ich verlinke es euch unten, guckt es euch mal an. Jedenfalls, sehr interessanter Gedanke, sind die eventuell überhyped? Gelten die eventuell zu sehr als Universalschlafsack für jeden, der egal was vorhat? Er kriegt sofort in diversen Outdoor-Foren empfohlen, nimm die Defense 4 oder den Tropen, je nachdem wie warm gerade ist. Ne? Nimm am besten beide, kannst du sie kombinieren, hast du Defense 6, hast du für alles Schlafsack. Ne? Ja, der Gedanke ist ja grundsätzlich erstmal gar nicht falsch. Gehen tut das schon. So, daran kann man jetzt gar nicht zweifeln. Ist das für jeden aber wirklich die alleroptimalste Lösung? Ja, ganz bestimmt nicht. Das ist auch soweit so klar. Und da muss ich jetzt sagen, nachdem ich dann ein Weilchen drüber nachgedacht habe, beim Defense 4, das ist gerechtfertigt. Der ist tatsächlich großartig. Und wenn ich irgendeinen Schlafsack einem Anfänger empfehlen würde, dann ist es tatsächlich der. Mit dem kannst du erstmal alles ausprobieren, was du vielleicht interessant findest. Dann feststellen, nee, ist kacke, mache ich nicht mehr. Aber stattdessen probiere ich jetzt mal was anderes aus. Und für jeden Scheiß, den man irgendwie draußen machen kann, kann man erstmal einen Defense 4 hernehmen und mit dem das erstmal ausprobieren. Und ich würde schon sagen, das ist dann auf jeden Fall eine lohnende Investition. Allerdings spezialisiert auf alles, wofür man ihn theoretisch nehmen kann, ist er jetzt auch wieder nicht. Ne? Und wenn man dann für sich selber beschlossen hat, man macht nur noch eine spezielle Sache, dann kann man sich dafür einen spezialisierten Schlafsack zulegen, der eventuell dann für diesen einen Zweck definitiv besser ist als ein Defense 4. So. Beim Tropen sieht die Sache für mich ein bisschen anders aus. Der hat natürlich auch seinen spezialisierten Anwendungsbereich. Den brauche ich aber nicht. Ich habe mich also beim Tropen vielleicht doch ein bisschen zu sehr von dem Gedanken, wenn ich hier in den Defense 4 reinstopfe, dann habe ich einen Defense 6, juhu, quasi, beeinflussen lassen. Und rückwirkend würde ich mir den Tropen nicht nochmal kaufen. Deswegen ist es trotzdem ein guter Schlafsack. Er ist aber für mich nicht die optimalste Lösung für das, was ich so tue. Ich wusste ja schon, bevor ich mir die beiden Dinger gekauft habe, was ich damit voraussichtlich vorhabe. Was es halt nochmal ein bisschen bitterer macht, dass ich dann halt eben einen Tropen genommen habe und nicht noch groß überlegt. Ah, könnte ich eigentlich auch zum Beispiel ein Defense 1, wenn ich jetzt in der Carinthia-Familie bleiben wollte, was ich ja nicht zwingen muss, wäre das auch noch eine Alternative gewesen. Ne? Aber der kommt jetzt später, über den reden wir nachher. Jetzt reden wir erstmal über den Defense 4. So, was kann der? Naja, grundsätzlich ist das ein Schlafsack von 2 Kilo und 50 Gramm, ich glaube in der großen langen Ausführung. Und der hat eine Komforttemperatur, Komfortlimit, die tatsächlich nur bei so richtig taffen Leuten wirklich voll erreicht wird. So viel kann ich bisher aus eigener Erfahrung vielleicht schon beisteuern, von minus 15 Grad. Ich habe bis minus 12 drin gepennt, das war noch völlig in Ordnung. Das war schon okay. Baumarktplane ohne großen Windschutz. Es gab also schon ein gewisses höheres Maß an Luftzirkulation. Das spielt schon eine Rolle, wenn einem der Wind immer mal ein bisschen über den Schlafsack streichelt, dann ist das nicht unbedingt der Isolationsleistung allzu zuträglich. So, also das geht. Diese Temperaturangabe, die ist nicht fake, das geht tatsächlich. Gibt auch noch Leute, die behaupten, die hätten bis minus 30 in den Ding noch geschwitzt. Das wird es alles geben. Das ist ja das Problem. Gerade weil das Ding so overhyped ist, ist da halt auch viel Mumpitz dabei. Ne? Bestimmt die eine oder andere völlig übertriebene Beschreibung, was der alles Tolles kann und so weiter und so fort und wie warm der ist und was weiß ich was alles. Ne? Also man möchte ja immer bei möglichst niedrigen Temperaturen angeblich draußen geschlafen haben, obwohl es dann im Endeffekt vielleicht doch nur minus 10 waren. Also auch über meiner minus 12er Übernachtung. Gefühlt waren es bestimmt minus 12 durch den leichten Wind. Auf dem Thermometer könnte es sein, dass es tatsächlich auch nur minus 11 oder sogar teilweise vielleicht auch nur minus 10 gewesen sind. Aber spätestens morgens, kurz vor Sonnenaufgang, und da lag ich natürlich immer noch im Schlafsack, waren es wirklich mal die minus 12. Also temperaturtechnisch ist das schon mal schön. Selbstverständlich ist er dann für Temperaturen in den Plusgraden, sage ich jetzt mal. Also vielleicht ist noch nicht bei plus 5, ist vielleicht schon noch ganz angenehm. Kann ich auch bestätigen, das ist dann schon noch okay, solange es nur so ein paar Grad plus hat. Aber wenn es dann mal plus 10 werden,
dann wird es irgendwann schon ein bisschen sehr kuschelig in dem Ding, beziehungsweise dann kann man auf jeden Fall die Kapuze ablassen, so drin liegen, also mit entblößtem Kopf und so gut wie nichts braucht man dann mehr drin angezogen haben. Also mein persönliches Anwendungsspektrum ist so irgendwo zwischen 10 und eben minus 12 Grad, habe ich jetzt in dem Ding bisher gepennt und das war eigentlich alles ganz gut. So, und grundsätzlich ist er damit ein Kunstfaserschlafsack dieses Temperaturbereichs und kann für alle Aktivitäten, die sich in diesem Temperaturbereich befinden, verwendet werden. Ne? Also Trekking, Kanu, Radfahren. Einfach nur so im Wald pennen, Camping quasi. Natürlich auch normales Camping auf dem Campingplatz. Bergsteigen bis zu einem gewissen Grad, wenn es halt nicht kälter wird. Als das ist er sogar wahrscheinlich sogar ziemlich gut geeignet. Denn abgesehen davon, dass man den für all das natürlich auch nehmen kann. Wirklich, wirklich, wirklich gedacht, beziehungsweise wirklich praktisch sind die Eigenschaften, die dieses Ding hat, als Biwak-Schlafsack. Warum? Weil, erstens mal, die Hülle ist sehr stark wasserabweisend. Wasserdicht ist die nicht, aber die ist schon sehr stark wasserabweisend. Das ist dann interessant, wenn man zum Beispiel eben nur unter einer Plane übernachtet, weil da ist die Chance, dass es dann doch mal ein paar Regentropfen unter die Plane weht, durchaus gegeben. Und je nachdem, was für einen Schlafsack man hat, sind ein paar Regentropfen, die drauffallen, schon ein Problem. Bei diesem Ding ganz bestimmt nicht. Auch im Schnee habe ich auch 4 Nächte auf Schnee, im Schnee gepennt. Also direkt auf dem Schnee, natürlich mit einer Isomatte, aber sonst wirklich direkt auf Schnee. Und auch da ist natürlich super praktisch, wenn du mal auf dem Schnee rollst und dazu sogar zum Teil ein bisschen länger liegst und der fängt schon an anzutauen. Wird dein Schlafsack trotzdem nicht nass, das hält er dann schon auch noch ganz gut durch. Ne? Also irgendwann merkt man es dann hoffentlich, weil irgendwann ist es auch zu spät, aber man hat da schon wirklich eine gehörige Sicherheitstoleranz. Oder tatsächlich pennt man irgendwo draußen und es fängt an zu schneien, dann kann man in dem Ding sogar noch einigermaßen eingeschneit werden, ohne dass der allzu sehr durchweicht. Außerdem, selbst wenn er nass wird, als Kunstfaserschlafsack, man kriegt den auch wieder trocken und man erfriert nicht sofort. Also instant, sofort im Schlafsack. Ne? Natürlich, das Trockenkriegen dauert auch bei einem Kunstfaserschlafsack ein Weilchen. Das geht jetzt mal nicht eben. Oh, jetzt ist er nass geworden. Ich mach mal. Jetzt ist er wieder trocken. So einfach funktioniert das selbstverständlich auch nicht, aber es geht doch noch vergleichsweise gut. Die zweite Sache, die den als Biwak-Schlafsack so gut macht, ist eben dieses militärische Reißverschlusssystem. Alle anderen militärischen Features, die dieses Ding vielleicht sonst noch hat, ich weiß gar nicht, ob es da noch mehr gibt. Vielleicht ist er irgendwie unter Infrarotlampen schlechter zu erkennen, Infrarotsichtgeräten. Ich weiß das nicht, ob er so eine entsprechende Funktion hat. Keine Ahnung. Wäre mir auch wurscht, weil ich bin ja kein Soldat, naja, der Reserve, aber zumindest kein Aktiver und das wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern. Ne? Aber es ist ja allgemein bekannt, dass das Ding einen ziemlich leichtgängigen Reißverschluss hat und das habe ich euch auch schon mal erzählt, beziehungsweise das könnt ihr überall nachlesen und ich habe das auch schon mal vorgemacht. Liegt man da drin und will jetzt schnell aufstehen, dann kann man das Ding, weil der Reißverschluss auf der Brust verläuft, einfach aufreißen und direkt aufstehen. Das ist also wirklich in wenigen Sekunden möglich, den Schlafsack zu verlassen. Und das kann man mit so ziemlich jedem zivilen Schlafsack, der den Reißverschluss entweder links oder rechts hat, nicht. Weiterer Vorteil des mittleren auf der Brust verlaufenden Reißverschluss ist für mich als Seitenschläfer, ich muss nicht auf meinem Reißverschluss pennen. Und ich muss meinen Reißverschluss auch nicht direkt oben haben, wo er dem meisten Wind ausgesetzt ist beim Biwakieren, sondern ich habe den Reißverschluss in einer relativ geschützten Position direkt vor mir und kann mich vielleicht auch ein bisschen in Richtung Bauch drehen, dass der Reißverschluss also wirklich möglichst raus aus dem Wind ist. Für mich als Seitenschläfer ist das eine ganz gute zusätzliche Sache, die ich gut finde. So, aber nochmal zu diesem Feature, mit dem man kann ihn aufreißen, man kann sofort aufstehen. Das hat auch Nachteile, bis man dann mal drin ist, ohne dass der Reißverschluss von alleine wieder aufgeht. Ich passe da nämlich wirklich, ja, ich passe da rein, aber es ist schon ein bisschen eng. Bisschen eng ist es schon. Das stört mich nicht, das finde ich nicht unangenehm. Es dauert nur wirklich einen Moment, bis ich dann drin bin und alles zu habe, so weit, dass ich nicht bei jeder kleinsten Bewegung Ratsch mache und sofort wieder rauskomme. Für mich persönlich nichts, was mich stört, aber es ist objektiv vielleicht für den einen oder anderen ein kleiner Nervfaktor. Wenn man jetzt aber irgendwo biwakiert, mitten im Wald zum Beispiel, ne? Und es kommen Tiere zu Besuch,
dann möchte man vielleicht, entweder weil man jetzt begeistert ist und den Tieren Hallo sagen möchte oder weil man jetzt Angst bekommt, sehr schnell aus seinem Schlafsack raus. Was man sicherlich nicht möchte, oder außer man ist da halt super tough und das macht einem gar nichts aus, ist jetzt sehr lange brauchen, bis man aus seinem Schlafsack rauskommt, um in irgendeiner Form auf die Anwesenheit von Tieren oder theoretisch auch Menschen, die einem zum Beispiel mal im Wald beim Pennen entdecken und wissen wollen, was man da tut, um darauf reagieren zu können. Ne? Da möchte ich dann schon gerne schnell bereit sein, in irgendeiner Form zu reagieren. Sei es ein Foto machen, weil es ein tolles Tier ist, sei es einfach mal zur Aufklärung mit der Taschenlampe rumleuchten und beruhigt weiterschlafen zu können, weil ich genau weiß, okay, war doch nichts da. Oder halt eben, wenn es dann mal im krassesten Fall tatsächlich der Wolf oder die Wildsau im aggressiven Modus gewesen ist, dann ist es vielleicht auch ganz schön, wenn man zumindest der Gefahr stehend gegenübertreten kann, um es mal etwas drastischer auszudrücken. Ne? Also wer in freier Wildbahn bivakiert und keine Zelthülle, die durchaus einen gewissen Schutz bietet, um sich rum aufgebaut hat, der möchte vielleicht wirklich die Möglichkeit haben, schnell aus dem Schlafsack rauszukommen. Und für mich ist das wirklich ein ganz, 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 ganz wesentlicher Faktor, der diese militärischen Schlafsäcke als Biwak-Schlafsack wirklich unglaublich interessant macht. Zusammen mit der Feuchtigkeitsresistenz und dem wirklich tollen Temperaturbereich, den der Defense 4 hat. Und wenn man sich dann mal umguckt, was es auf dem zivilen Schlafsackmarkt bei Kunstwasser wohl gemerkt an Alternativen gibt, dann sind die nur geringfügigst, so irgendwas um die 200 Gramm, ich glaube im Idealfall leichter bei ähnlichen Temperaturwerten. Und das war es dann aber auch. Und die kosten dann allerdings auch viel, viel, viel mehr Geld. Zum Beispiel, wenn man sich mal den eigenen, Carinthia eigenen zivilen Schlafsäcken mal umguckt, die haben da ein sehr vergleichbares Ding bis minus 14, irgendwas. Und der kostet tatsächlich einiges mehr an Geld. Und wiegt gerade mal vielleicht ein paar Gramm weniger, also wirklich, wirklich nicht viel, ist sehr vergleichbarer Temperaturbereich. Der ist wahrscheinlich ein bisschen weiter geschnitten, dass man da irgendwie ein bisschen komfortabler eventuell drin liegt. Ja, also fürs Bivakieren, fürs Schlafen im Wald, Zelt darf man ja eh nicht nehmen im Regelfall, außer es ist einem egal, dass man das nicht darf, dann ist das hier wirklich der ideale Schlafsack, finde ich. Also gerade so Bereich Deutschland, südlicheres Nordeuropa, in Schottland wird er auch mit Sicherheit super toll performen. Nicht allzu krasse Skandinavien, auch Richtung Osten, da Baltikum, irgendwas in dem Bereich. Da stelle ich mir für jede Art des Bivakierens das hier wirklich als ziemlich idealen Schlafsack vor. Da gibt es dann eigentlich nicht mehr viel Besseres. Ja, mit 2 Kilo ist er vergleichsweise schwer. Sicherlich gibt es auch Regionen, in denen man nicht minus 15 Grad einen Schlafsack braucht. Das ist halt eben so ein bisschen der Haken. Der ist halt schon ein bisschen sehr warm. Wird man in den meisten Fällen nicht brauchen. Also für einen 3-Jahreszeiten-Schlafsack ist er auch schlicht und ergreifend zu warm. Da wäre mit weniger Isolationsmaterial und damit einem leichteren Gewicht natürlich irgendwie ein ganz guter Kompromiss möglich gewesen. Was mir wirklich fehlt im Bereich der militärischen Schlafsäcke bei Carinthia, ist halt irgendwie so ein Ding, das zwischen einem Defense 1 und einem Defense 4 irgendwo einzuordnen wäre. Also ein Defense 2 oder 3. Aber gibt's die? Ich habe die noch nirgendwo entdeckt. Also falls die existieren, dann wäre ich für einen entsprechenden hilfreichen Hinweis ganz hilfreich, so vom Temperaturbereich her. Ne? Also sonst baugleich wie dieses Ding, nur halt mit weniger Isolation und dementsprechend leichter. Nachteile, die das Ding hat, sind meiner Meinung nach 2. Dieser Reißverschluss, der ist mir zu lang. Ich würde gerne ein paar Gramm Gewicht sparen, dadurch, dass der Reißverschluss eine Ecke kürzer wäre. Da könnte man gut 20 cm von dem Ding weglassen, dann würdest du immer noch gut in den Schlafsack rein und rauskommen. Das Ding geht bis zu weit nach unten. Das brauche ich nicht. Das ist zu Belüftungszwecken mehr oder weniger wohl gedacht, dass man da unten ein bisschen Luft reinlassen kann. Sehe ich nicht ein. Wenn ich belüften will, mache ich das von oben. Ich brauche unten kein Loch im Schlafsack, wenn es mir zu warm wird. Ich persönlich nutze diese Funktion nie. Deshalb brauche ich auch keinen doppelten Reißverschluss, ne, der von oben und unten bedienbar ist. Also Zwei-Wege-Reißverschluss, das ist das Fachwort, das brauche ich auch nicht. Und dann hätte ich gerne bitte, wenn ich schon am Individualisieren bin, für das Gewicht,
dass man beim Reißverschluss dann einspart, wenigstens einen kleinen Wärmekragen. Der hat nämlich gar keinen. Was ist ein Wärmekragen? Das ist so ein Ding, was direkt unter der Kapuze, nein, das ist der Fuß, was direkt unter der Kapuze ansetzt. Und dann wäre jetzt hier unten drunter quasi, hier zum Beispiel ein Kragen, nochmal ein zusätzliches Stück Stoff vernäht, das dann dazu da ist, einem, wenn man da drin liegt, quasi um den Hals rumzuliegen. Dann hat er noch meistens so Schnüre, mit denen man das festzurren kann. Das ist also quasi nochmal so eine zusätzliche Halskrause, die halt verhindert, dass die Wärme von innerem, im Inneren des Schlafsacks über das Gesicht, also hochsteigt zum Kopf und dann übers Gesicht, das ja logischerweise in irgendeiner Form eine Öffnung braucht, damit man atmen kann, nach außen dringt. Ne? Und so ein Wärmekragen fehlt hier. Der hätte bestimmt, da bin ich überzeugt, bei der Temperaturleistung noch ein bisschen was gebracht, für nur sehr, sehr, sehr wenig zusätzliches Gewicht. Ich habe die gerne, ich schlafe da gerne mit, ich finde das auch ganz gemütlich. Gibt Leute, die können das überhaupt nicht ab, die haben dann Angst, dass sie ersticken. Aber ich persönlich mag das und der fehlt mir hier. Natürlich, das muss man sich jetzt nochmal klar machen, man braucht dieses Ding nicht im Zelt. Das braucht man einfach nicht. Die Special Features, die der sozusagen hat, die Wasserresistenz, die Wetterfestigkeit plus das schnell Aufstehen, das ist völlig für den Eimer, wenn du ein Zelt dabei hast. Deswegen gibt es für Zelte bessere Lösungen. Aber man kann auch in jedem Fall, gerade als Anfänger, auch einen Defense 4 mitnehmen. Auf jeden Fall. So. So, und dann noch ein paar Takte eben zum Tropen. Der hat ja sein Special Feature, dieses Mückennetz. Ne? Man kennt es, ich muss es euch wahrscheinlich gar nicht extra zeigen. Ich mache es trotzdem, wenn ich es finde, da ist es. So, und da muss ich gestehen, ich habe das Ding einmal ausprobiert. Mich hat es genervt, sowas vom Gesicht zu haben. Das mag ich nicht. Ich finde das total unangenehm. Ich kann da nicht schlafen. So, jetzt mag es Situationen geben, in denen es so viele Mücken gibt. Ich bin mückentechnisch relativ resistent, dass man dann doch dieses Ding benutzen möchte. Aber ist bei mir bisher nie vorgekommen. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass es jetzt plötzlich in den nächsten Jahren zu derartigen Massenvermehrungen von Mücken kommt, dass wir hier quasi schwedische Verhältnisse haben. In dem Fall wird das Mückennetz dann schon sicherlich ganz nützlich sein. Aber selbst bei den Nächten, die ich bisher in mückenverseuchten Gebieten verbracht habe, ohne einen Tropen zu besitzen, hat das eigentlich immer gut funktioniert, dass man sein Kopfnetz, was man sowieso für den Tag in mückenverseuchten Gebieten immer dabei haben sollte, dass man sich das Kopfnetz einfach aufzieht, Schlafsackkapuze gut zuzieht und dann ist das auch in Ordnung. Dann hast du nicht das Gefühl, dass dir eine Scheibe vorm Schlafsack klebt, sondern du weißt, ja gut, ich habe halt ein Netz auf dem Kopf. Für mich persönlich ist das irgendwie psychologisch angenehmer. Man möchte ja gut schlafen, man möchte ja erholsam schlafen und mich persönlich stört dann dieses Mückennetz. So, damit hat der Schlafsack sein wesentliches Zusatzfeature, was den ausmacht, aufgebraucht und ich brauche das dann nicht. Dafür ist es trotzdem drin. Ich schleppe es also mit. Es wiegt ein bisschen was, nicht viel. Das müsste dann eigentlich nicht sein. So, und dann ist es ja so, dass der Tropen einen Seitenreißverschluss hat. Hier. Der ist zwar auch sehr schnellgängig, leichtgängig und man kann aus dem Ding auch ruckizucki aufstehen, ne, sofort quasi. Aber weshalb es mir gefällt, dass beim Defense 4 das Ding in der Mitte ist, würde es mir hier auch eben entsprechend gefallen, wenn das Ding in der Mitte wäre, weil ich als Seitenschläfer komme da halt einfach gut mit zurecht und ich möchte ihn gerne so wirklich frontal aufreißen können, nicht so aufreißen müssen. Ist eine Kleinigkeit, ist wirklich bloß eine winzige Kleinigkeit und nicht schlimm, wäre aber halt einfach nochmal so ein Faktor, der einfach eine Rolle spielt. So, und dann ist es bei dem Teil so, dass ja dieses Obermaterial hier dann nur so locker drauf liegt. Das soll irgendwie noch als zusätzliche Decke quasi auf dem eigentlichen Schlafsack die Isolationsleistung noch ein bisschen verbessern. Mich persönlich stört es aber, weil ich mir schon mehrfach mit dem Reißverschluss, aha, na, jetzt Vorführeffekt, jetzt passiert nichts, aber ich habe mir schon mehrfach mit dem Reißverschluss so ein bisschen was von diesem lockeren Obermaterial dann entsprechend auch eingeklemmt. Was ich mir jetzt da eingeklemmt habe, ist ein bisschen was von unten.
Da hat es ja auch noch so Schlaufen in dem Schlafsack, wo du dann noch irgendwelches anderes Zeug einhängen kannst. Keine Ahnung, wofür das genau immer da sein soll. Ja, das ist, ich finde es auch optisch irgendwie nicht schön. Man sieht dann aus wie wirklich wie ein dahingelegter Sack. Ist nur eine Kleinigkeit, ist aber halt einfach was, was für mich so eine minimale Rolle spielt. Temperaturtechnisch ist das Ding bis minus 5. Das kann ich bestätigen. Das ist wirklich so ungefähr das, wie ich da auch drin pennen würde. Also für Männer bis minus 5, Komfort-Limit-Temperatur. Ne? Leicht frierende Frauen oder leicht frierende Männer gibt es ja auch. Die werden noch ein paar Grad höher sich ansiedeln müssen, bei dem, was sie da maximal drin pennen können. Nimmt man noch einen Biwaksack dazu, was ganz gut geht, einfach weil der hier so atmungsaktiv ist, fühlt man sich nicht so, als würde man im eigenen Saft liegen, so sehr, wenn man einen normalen Biwaksack, also sprich eine Plastikhülle im Wesentlichen oder eine Gummihülle, je nachdem, was für ein Biwaksack das ist. Das geht ganz gut vom Schlafkomfort her, muss ich sagen. Das wäre wirklich ganz angenehm. Und dann kommt man auch auf, ja, so 3 Grad, dann noch ein Inlet rein, dann kommt man so auf 2, 1 Grad, so irgendwas um den Dreh mit Klamotten, mit langer Unterhose, mit dünnen Pulli, sowas wie ich hier anhabe, das habe ich schon häufiger im Schlafsack angehabt, das klappt dann noch ganz gut, aber dann ist aber auch finito. Also Frost, ne, möchte ich dann selbst mit Zusatzoptionen mit dem Ding hier nicht mehr erleben und so einfach so, 5 Grad ist wirklich... Das ist schon sportlich, ne? Da musst du schon gut kälteresistent sein. Nur ganz krasse Typen werden da noch niedrigere Temperaturen mit durchhalten können. Ne? Gut, und aufgrund der Tatsache, dass es halt wirklich Alternativen an leichten Schlafsäcken, an Sommerschlafsäcken, so um 1 Kilo gibt, die wärmer sind, würde ich mir nicht nochmal den Tropen zulegen. Ne? Weil... Da ist es wirklich jetzt was. In dem Gewichtsbereich gibt es deutlich wärmere Schlafsäcke. So 4 Grad wärmer, 5 Grad wärmer, die dasselbe wiegen. Die sind zwar auch erheblich teurer, das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Wer einen günstigen Schlafsack sucht, jetzt erstmal für die wärmere Zeit, dann kann man wiederum, ne, dann ist so ein Tropen schon wieder, das ist schon ein dicker, fetter Pluspunkt. Ne? Der kostet irgendwie aktuell 119 Euro oder was. Das ist für einen guten Schlafsack qualitativ optimal, ne? Also qualitativ überhaupt nichts auszusetzen. Ist das schon ein wirklich ordentlicher Preis. Das ist schon wirklich sehr sportlich, muss man schon so sagen. Ne? Und ja, aber es gäbe wirklich sachlich, ohne jetzt gleich zu downen zu gehen, wirklich bessere Alternativen von der Wärmeleistung her. Relativ wasserabweisend ist der auch, also als Biwak-Schlafsack dann ganz gut geeignet. Und wer das Mückennetz sinnvoll nutzen kann, für wen das wichtig ist, wer damit gut zurechtkommt, für den ist dann so ein Tropen natürlich wieder hochinteressant. Aber aus den genannten Gründen, meine erste Wahl ist der nicht mehr, auch wenn es ein sehr guter Schlafsack ist. Gut. Mach's gut.